Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute in erster Lesung drei Gesetzentwürfe der Bundesregierung. Das ist schon genannt worden. Und aus der Debatte ist, glaube ich, auch schon deutlich geworden, dass das in einigen Bereichen ehrlicherweise sehr technisch ist. Wir setzen damit maßgebliche Teile der europäischen Finanzmarktrichtlinien in nationales Recht um. Was aber alle drei Gesetzentwürfe eint, und das hat Staatssekretärin Rieglewski auch gerade schon deutlich gemacht, ist, dass es ihr alle drei einen wichtigen Beitrag zu einem modernen, wettbewerbsfähigeren und transparenteren Finanzmarkt in Deutschland leisten, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und alle drei sind genannt worden. Mit dem Wertpapierinstitutsgesetz wollen wir ein spezifisches Aufsichtssystem für Wertpapierfirmen etablieren. Das stärkt Verbraucherschutz und ebenso die Finanzstabilität. Beim CBD-Umsetzungsgesetz, da mögen manche beim Blick auf die Tagesordnung vielleicht auch an Cannabis oder CBD-Öle gedacht haben. Und bei der ein oder anderen Wortmeldung hier vorne mag man auch daran denken, dass davon Gebrauch gemacht wurde. Darum geht es bei dem Gesetz aber nicht. Und jetzt habe ich wahrscheinlich die Aufmerksamkeit. Es dient nämlich vielmehr der Umsetzung der europäischen Covered Bonds Richtlinie. Und diese Richtlinie, die sieht eine Mindestharmonisierung für sogenannte gedeckte Schuldverschreibungen vor. Das ist genannt worden. Viele dieser Produkte, wie bei uns eben der Pfandbrief, die verfügen auch über eine sehr lange Tradition. Aber sie sind eben in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten auch sehr unterschiedlich ausgestaltet. Und insofern geht es dabei um Schuldverschreibungen, die durch Deckungswerte wie zum Beispiel Grundpfandrechte oder eben auch öffentliche Anleihen besichert sind. Und insbesondere für den Immobilienmarkt erfüllen diese eine ganz wichtige Finanzierungsfunktion. Und um einen funktionierenden Markt auf europäischer Ebene zu gewährleisten, ist es ganz wichtig, dass wir nun europaweit auch diese einheitliche Bezeichnung europäische gedeckte Schuldverschreibungen einführen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und schließlich wird mit dem Gesetz zur Einführung elektronischer Wertpapiere das deutsche Recht für elektronische Wertpapiere geöffnet. Und das ist nicht nur ein zentraler Baustein dieses Gesetzespakets, das ist deutlich geworden, sondern es ist eben auch Teil der Blockchain-Strategie der Bundesregierung. Die derzeit zwingende urkundliche Verkörperung von Wertpapieren in Papierform, die wird um die Möglichkeit elektronischer Wertpapiere erweitert. Und die Eintragung dieser elektronischen Papiere, die kann dabei auf zwei Arten erfolgen. Und zwar entweder in einem zentralen Register oder in dezentralen Kryptowertpapierregistern, Kollege Schäffler, die auf dieser Blockchain-Strategie auch basieren. Und damit erweitert der Gesetzentwurf ganz klar das innovative Potenzial dieser Technologien für unseren deutschen Finanzplatz. Und wenn sogar die FAZ schreibt, nachdem im letzten Jahr der Gesetzentwurf bzw. der Referentenentwurf veröffentlicht wurde, dass kaum ein Gesetzentwurf im letzten Jahr so positiv von den Stakeholdern kommentiert wurde, dann muss auch was dran sein und dann kann der so falsch nicht sein. Olaf Scholz hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass manche aus nostalgischen Gründen möglicherweise manchen diese Papierurkunde weiterhin lieb und teuer sein wird, aber der elektronischen Variante wird die Zukunft gehören und ich denke, da hat er auch vollkommen recht. Wir haben hier an der Debatte gemerkt, dass sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch Diskussionsbedarf besteht. Und damit komme ich zum Schluss, Frau Präsidentin. Und dafür wird in den öffentlichen Anhörungen auch sicherlich noch genug Zeit und Raum für Diskussionen sein. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen im Ausschuss. Und da werden wir sicherlich auch noch mal darüber sprechen können, Kollege Schäffler, dass diejenigen, die hier am lautesten danach schreien, dass nicht über EU-Regulierung hinausgegangen wird, das sind immer die, die im Ausschuss auch am lautesten schreien. Das müssen Sie jetzt wirklich in die Ausschussberatungen verlagern. Wenn über EU-Regulierung hinausgegangen wird. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Die Maske bitte aufsetzen. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Sepp Müller das Wort.